China stoppte den Aktiencrash, indem dieser Crash nun zur Chefsache erklärt wird. Xi Jinping persönlich schaltet sich ein und das ist das Signal für die chinesischen Käufer zu sagen, okay, wenn Il Capo, wenn der Chef persönlich hier sagt, ich kümmere mich jetzt um die ganze Geschichte, dann war das der Boden. Das ist das eine Thema heute. Das andere Thema ist die Nvidia-Blase, die immer weiter aufgeblasen wird. Und jetzt ein Artikel in der Financial Times, der unangenehme Fragen stellt, der vor allem zeigt, dass Nvidia sich im Grunde die eigene Nachfrage schafft, indem es permanent Firmen gründet, die wiederum dann Nvidia-Chips bestellen. Das ist so, als würde man eben eine Firma gründen und dann andere Firmen gründen, die dann das Produkt dieser Firma kaufen. Das ist ein Dreiecksgeschäft, das aus meiner Sicht schon lange verdächtig ist. Bisher hat die SEC nicht wirklich ermittelt, aber dieser Artikel in der Financial Times könnte auch in der Wall Street Aufsehen erregen, denn wenn irgendwelche Blogger etwas schreiben, ist das eine Sache, aber die Financial Times ist etwas anderes. Aber kommen wir erstmal zu der Geschichte mit China und hier sehen wir es, meine Damen und Herren. Chinas Präsident will mit Finanzaufsicht den Aktienmarkt erörtern. Das heißt nichts anderes. Xi Jinping verbindet jetzt sein Gesicht mit diesem Aktienmarkt. Also verlieren verboten, weiter fallen oder weiter einbrechen. Absolut verboten, denn dann wäre das ein Gesichtsverlust für Xi Jinping persönlich. Ohnehin sieht man, dass der Chef himself jetzt eingreifen muss, wie ernst die Lage ist. Und wir sehen dann solche Headlines wie Top China Hedge Fund, the Banksia cut stocks for survival in route, also der muss praktisch Aktien verkaufen, um überhaupt zu überleben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass China Sovereign Fund, also praktisch Chinas, wie soll man sagen, staatlicher Fonds, und der kauft Aktien. Wir sehen, dass hier wieder agiert wird gegen bösartige Leerverkäufe etc. Und wir sehen, der CSI 1000, in dem vor allem viele Nebenwerte auch drin sind, der so massiv eingebrochen war gestern und der zunächst auch mal eingebrochen war heute um 2,3%, der schließt 8% im Plus, also mal eine Bewegung von 10% intraday, das muss man sich mal reinlassen. Und unten sehen wir mal das maßgebliche Small Cap ETF für diese chinesischen Nebenwerte, also für den CSI 1000, ein Volumen, das das Mehrfache ist, was jemals in irgendeiner Form verzeichnet wurde. Ergo, die chinesische Führung hat angeordnet, kauft dieses ETF, wir wollen hier nicht einen weiteren Abverkauf sehen. Und das in einer Situation, in der eben die Kursverluste bei Alibaba, bei Tencent, bei diesen großen chinesischen Tech-Werten eben dazu geführt haben, dass die immer mehr an Marktkapitalisierung verloren haben, deswegen unbedeutender wurden im globalen Kontext, sodass jetzt US Corporations praktisch die Hälfte des gesamten Aktienmarkts ausmachen. Das ist die höchste Konzentration in zwei Jahrzehnten. Und hier sehen wir mal den Hang Seng seit der Handelsbeginn, also 3 Uhr heute Nacht deutscher Zeit. Seitdem geht es nur nach oben. Bum, 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 bum. China is buying its own stocks. Das ist so wie bei Nvidia. Nur die Chinesen kaufen halt dann ihre eigene Aktien, gell? Und alles ist Suche. Hier sehen wir den gestrigen Tagesverlauf, meine Damen und Herren. Sehr viel Rot. Ein bisschen Grün, aber dieses Grün hatte es in sich. Wir sehen S&P leichte Verluste, Nasdaq kaum im Minus, sogar dagegen Small Caps minus 1,3%. Und schauen wir uns mal den maßgeblichen Treiber an. Das ist natürlich Nvidia nach dieser Aufstufung von Goldman Sachs mit Kursziel 800 für die Nvidia-Aktie. Aber jetzt dieser Artikel in der Financial Times unter dem Titel Sell Nvidia, in dem man verschiedene Punkte argumentierte, warum Nvidia jetzt zu verkaufen ist. Ein zentraler ist, dass eben Nvidia ständig Firmen gründet oder Firmen unterstützt, kleine Firmen unterstützt, die dann wiederum Nvidia-Produkte kaufen oder die Chips von Nvidia kaufen. Ohnehin ist es ja so, dass man die Frage stellen muss, ja, das sind gute Chips, gar keine Frage, und die Nachfrage scheint da zu sein. Auf der anderen Seite scheint diese Nachfrage aufgebläht zu sein, wie damals schon mit der CoreWeave, als eben diese Firma, die an der Nvidia beteiligt ist, Nvidia-Chips gekauft hat, dafür Kredite bekommen hat, die wiederum von Investoren stammen, die dick in Nvidia investiert sind. Jeder kennt jeden, jeder macht dieses Spiel mit. Und das Grundproblem bei Nvidia sehe ich nicht nur in potenziellen Risiken. China, das ist ja das Thema, was
schon im Kurs mit berücksichtigt ist, sondern vor allem, dass dieses Alleinstellungsmerkmal, das viele Nvidia unterstellen, eben früher oder später weg sein wird. Andere Firmen werden auch Chips herstellen, werden vielleicht ähnlich qualitativ gute Chips, aber billiger anbieten, und dann ist diese Alleinstellung weg, und das ist etwas anderes als etwa bei Google. Wir nutzen alle die Google-Suchmaschine. Je mehr Leute Google nutzen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Leute Google nutzen, weil die Suchmaschine dadurch immer besser wird, weil eben mehr Suchanfragen etc. und weil dieser Sog eben so gigantisch ist. Wenn ich jetzt dagegen einen Chip habe, dann kann ich ohne Probleme, wenn ich mich überzeugen kann, dass der Konkurrenzchip genauso gut ist, dann kaufe ich den, wenn er ein bisschen billiger ist. Das ist der Unterschied, und deswegen glaube ich, haben wir es hier mit einer riesigen Blase zu tun, die früher oder später platzen wird. Nvidia hat jetzt mal gut 500 Milliarden Dollar im letzten Monat hinzugewonnen. Am 31. Oktober war die Firma noch 950 Milliarden wert. Jetzt 1,7%. Seitdem ist die Aktie 79% gestiegen. Praktisch, man hat mal eben 750 Milliarden in 70 Handelstagen hinzugefügt. Kann man machen. Und natürlich kann das noch weitergehen. Hier mal der Vergleich zwischen Cisco, der Blase 1999, und der Nvidia Blase 2024. Solche Dinge können immer noch extremer werden, weswegen Shorten ja so gefährlich ist, und dann irgendwann eben die Shorties nicht mehr vorhanden sind oder einfach aufgeben. Das ist schlichtweg zu gefährlich derzeit, auch wenn es on the long run wahrscheinlich ein ziemlich sicheres Ding ist. Aber kurzfristig brauchst du wahnsinnig viel Luft, du brauchst sehr tiefe Taschen, um mögliche weitere Anstiege hier auszuhalten. Hier sehen wir mal Nvidia, Amazon und Alphabet, und wir sehen, Nvidia ist jetzt fast dran. Man ist jetzt nur noch 100 Milliarden hinter Google, aber Google hat eigene KI, praktisch mit ChatGPT etc., hat eigene Forschung in Sachen KI. Google hat die Suchmaschine schlechthin. Google hat YouTube, das Format, in dem Videos gemacht werden etc. Was hat Nvidia, wenn in irgendeiner Form Konkurrenten aufkommen und sagen, ja, meine Chips sind ziemlich genauso gut wie deine? Dann bleibt da nicht mehr viel. Nvidia ist jetzt 100 Milliarden Dollar mehr wert als der gesamte Energiesektor mit Firmen wie Exxon, Chevron, Schlumberger, wie sie alle heißen, also alles, was da Rang und Namen hat in diesem Kontext. Und wir sehen auch, Amazon ist fast eingeholt durch die Nvidia. Und im Grunde haben wir es jetzt mit den Magnificent Four zu tun, wenn man so will. Denn auch Google läuft ja seit Vorlage der Zahlen nicht mehr wirklich gut. Tesla, also Tesla von Elon, sowieso nicht. Und Apple auch nicht so richtig. Hier sehen wir mal Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft. Booms nach oben in der Mitte der S&P 500. Und unten die nicht mehr Magnificent Three, Apple, Tesla und Google. Also wir sehen, da spaltet sich etwas auf, und das gilt für die Aktienmärkte insgesamt. Hier sehen wir den Nasdaq wie auch den S&P 500. Beide tendieren weiter nach oben, aber die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, die gehen weiter runter. Das heißt, wir haben eine immer geringere Marktbreite, sowohl beim Nasdaq als auch beim S&P 500. Und hier sehen wir das. Du brauchst das coolste Ding hier an den Aktienmärkten, sagt Sven Henrik, ist: You don't even need stocks to go up for it to rally. Also du brauchst nicht die breite Masse an Aktien, damit der Aktienmarkt steigt, sondern du brauchst ein, zwei, drei Aktien. Und so kommt das paradoxe Bild hier, was Sie sehen, nämlich, dass der S&P weiter steigt, aber der Bullish Percentage Index praktisch zeigt, dass die Märkte überverkauft sind. Völlig idiotisch eigentlich. Wir sind praktisch am Allzeithoch bei den Indizes und der Markt ist überverkauft. Wie kann das sein? Eben durch diese Imbalance, wie die Amerikaner sagen, also dieses Ungleichgewicht, dass also die meisten Aktien fallen, aber die wenigen Aktien, die hochgewichtet sind, vor allem diese vier wie Amazon, Nvidia und so weiter, dass die eben das Ganze nach oben ziehen. Und so sagt der Nomura: Wir sehen die größte Divergenz an den Aktienmärkten seit dem 1987er Crash.
Auch damals ein ähnliches Bild, Indizes nach oben, aber die breite Masse der Aktien war schon deutlich gefallen. Jetzt haben wir die 5000er Marke im Blick, schon beim S&P 500, hier eine wichtige Call Wall. Also könnte durchaus sein, dass es da Interesse gibt, den S&P nochmal auf 5000 zu ziehen. Oben links sehen wir eine negative Divergenz sich ausbildend bei die S&P 500. Und der JP Morgan sagt jetzt, also sorry für das, was Marco Kolanovic gesagt hat, wir werden jetzt taktisch bullisch. Marco Kolanovic war ja der letzte Bär, nachdem auch Michael Wilson praktisch in den Sack gehauen hat. Kolanovic war bärisch, jetzt wird der praktisch kastriert, könnte man fast sagen, von seinem eigenen Haus, nämlich von JP Morgan. Also kann es nur noch nach oben gehen. Und das, obwohl wir ja gesehen haben, dass Dollar gestiegen ist, dass Renditen gestiegen sind, weil eben die US-Konjunkturdaten deutlich besser sind. Und warum sind diese Konjunkturdaten deutlich besser? Weil die Financial Conditions sich deutlich gelockert haben. Das sehen wir hier. Hier mal ein Vergleich. Oben in diesem Chart Financial Conditions, also wie rigide sind diese Finanzkonditionen oder wie wenig rigide, wie lockerer sind sie geworden im Vergleich zum City Economic Surprise Index, der das Hereinkommen oder das Reinkommen von Konjunkturdaten anhand der Erwartung bemisst, also sind sie besser oder schlechter als erwartet. Wir sehen, die sind deutlich besser, Arbeitsmarktdaten Freitag, ISM-Index, sowohl Gewerbe als auch gestern Dienstleistung deutlich besser, vor allem gestern Dienstleistung, die Preiskomponente ja massiv nach oben, wie bei den Arbeitsmarktdaten, die Löhne deutlich nach oben. All das eben eine Folge auch der sich lockernden Finanzkonditionen, also werden die Daten wieder besser. Das wiederum dämpft die Zinseuphorie. Hier sehen wir mal die Zinssenkungserwartungen der verschiedenen Kontrakte. März bis Juni, wie sie an den Swap-Märkten bepreist werden, gehen deutlich nach unten. Dementsprechend sehen wir auch, dass dann, wenn jetzt die Leute erwarten, die Zinsen sinken, die Kreditvergabe wieder lockerer wird. Wir haben gestern Abend den Fed Senior Loan Office Opinion Survey, SLOOS, bekommen und der zeigt nur noch 14,5% der großen und der mittelgroßen Firmen sagen, ja, die Dinge, die Lending Standards seien rigide, seien getightened worden, seien also strenger. Also wir sehen, das hat durchaus eben jetzt Konsequenzen, das, was Jerome Powell Mitte Dezember bei der Pressekonferenz gesagt hat, als er meinte, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Eineinhalb Wochen vorher hat er noch gesagt, nein, wir sprechen nicht über Zinssenkungen. Jetzt sagt er, nein, wir werden im März die Zinsen sehr wahrscheinlich nicht senken. Also das ist schon sehr erstaunlich, was der Jerome hier uns bietet, sodass praktisch der März mehr oder weniger ausgepreist ist als Zinssenkung. Aber für den 1.5. geht man mit 53% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das passieren wird. Insgesamt hat man jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Zinssenkungen eingepreist, wobei die am 18.12.24 spitz auf Knopf ist. Also 4 bis 5 Zinssenkungen, könnte man sagen, sind eingepreist und die Märkte reagieren darauf, die Anleihemärkte reagieren darauf. Hier sehen wir die 10-jährige Rendite und den S&P 500, 10-jährige Bums nach oben. Wir haben jetzt eine der größten Two-Day-Changes, also zwei Tagesveränderungen in der 10-jährigen Anleiherendite seit Jahren. Und normalerweise ist das ja schon negativ korreliert, steigende Renditen ist fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Und das alles in einer Situation kann jetzt die Fed möglicherweise die Zinsen so schnell gar nicht senken, weil eben die Wirtschaft zu robust ist und vor allem die Inflationstreiber durch die Rückkehr der Animal Spirits im Gefolge der Aussagen von Jerome Powell wieder hier um sich greifen. Hier sehen wir mal die Schulden der USA oder das, was sie jährlich bezahlen müssen, über eine Billion Dollar. Und jetzt schauen wir uns mal die durchschnittliche Verschuldung der Amerikaner an. Ein durchschnittlicher Haushalt, durchschnittlich, also das ist das, der Mittelwert gewissermaßen, hat 10.000 Kreditkartenschulden, hat 59.000 Student Loan Schulden, hat 241.000 Mortgage Debt, also Immobilienkredite, und 22.600 Autoschulden. Mit anderen Worten, der durchschnittliche Amerikaner, der ist so mit gut 300.000 Dollar verschuldet. Das ist der durchschnittliche Amerikaner. Es gibt manche, die haben kein Haus, die haben kein Autoloan. Also heißt das, die anderen sind dann noch verschuldeter. Und all das in einer Situation, in der wahrscheinlich dann bis 2033
die ganze Geschichte bei 50 Billionen angekommen ist an Schulden, derzeit ja über 34 Billionen, die Staatsverschuldung, Firmen, Unternehmen und Konsumenten mit knapp 100 Billionen verschuldet, das muss man sich schon mal neu lassen, Tendenz weiter steigen. Hier die Amerikaner bezahlen jede Stunde über 200 Millionen Dollar für ihre Schulden. Und das wird auf Dauer nicht tragbar sein. Also muss die Fed eigentlich die Zinsen senken. Aber dann kommt man in diese ganz schwierige Situation als Jerome Powell. Ich hatte gestern getitelt, er sitzt in der Falle. Kommen wir nach Germania. Wieder schwache Daten zum Einzelhandel. Wir sehen, dass die Geschäftserwartungen und die Geschäftslage sich weiter eintrübt. 54,4% der Einzelhändler berichten über eine schleppende Nachfrage. Und wir haben heute vermeintlich bessere Aufträge der deutschen Industrie gesehen. Dickes Plus, aber 2,7% statt -5,3 erwartet, aber es waren wenige Großaufträge, ansonsten ohne diese Großaufträge wäre das Ganze weitergefallen. Der Trend geht hier weiter nach unten für die deutsche Industrie, wie auch die Commerzbank schreibt, wie Destatis, also das Statistische Bundesamt, schreibt. Und was macht Scholz-O-Mat? Ansätze von Selbstkritik, aber man betreibt ja ökonomischen Selbstmord, auch mit dieser Kraftwerksstrategie, die man jetzt entworfen hat. Man wird für immenses Geld eine Technologie heranschaffen, die dann mit dem grünen Wasserstoff ohnehin nicht funktionieren wird. Man setzt auf Gas, auf schmutziges LNG und insgesamt sorgt man dafür, dass die Preise für Energie weiter steigen werden in Deutschland. Scholz, wie gesagt, lesen Sie sich mal durch, was der so von sich gibt, wie er die Dinge sieht und wie das Ausland die Dinge sieht. Erste Empfehlung als Artikel und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, hier nochmal, wie die Rettungssignale der Regierung, wie also die Chefsache jetzt die Aktienmärkte in China steigen lässt. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.